Hallo, hier ist Anja und heute haben wir mal jemand anderen dabei und zwar den. Guten Tag, was geht? Hi Anja. Ja, ich werde heute gezwungen, Emojis zu raten. Genau, er wird heute gezwungen, Emojis zu raten und ich würde sagen, wir fangen mal an. Denkst du kannst das? Ja, wir gucken mal. Ja? Wir, okay. können ja machen, wer das nächste zuerst sagt, okay? Das nächste zuerst. Das möglicherweise haben wir uns das erste schon angeguckt und jetzt will er bescheißen. Wöpsch. Ja, okay. Die Zuschauer wissen es nicht, aber wir haben es ja gerade schon gesehen. Ja, das. Weil ich mal wissen wollte, wie das aussieht. Aber ich find's nice. Ich bin gespannt. Erste Kategorie ist, wie du hier siehst, Anime. Und wir haben diese wunderhübsche. Death Note ist das, oder? Death Note. Ach, ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Death Note. Tatsache. Dann lass uns mal. Mensch, so ein Zufall. Yay, yeah, wir haben den ersten Punkt gegen das Programm gemacht. Das Programm hat jetzt ein neues Feature. Und zwar kann man jetzt richtig und falsch anklicken, damit es hier die Punkte countet. Das ist das nächste. Okay, es gibt einen zweiten und einen ersten Platz und ein Auto. Oh, ich weiß sogar, was das ist. Da habe ich letztes Mal gesagt, ich kenne keine Rennspiele. Ich kenne nur Mario Kart. Und Moorhuhn Kart, das habe ich als Kind immer gespielt. Aber das linke sehe ich als Moorhuhn. Moorhuhn Kart? Ist das Moorhuhn Kart? Naja, gut. Jedenfalls Moorhuhn Kart, okay. Haben wir auch. Was ist? Nice, alles klar. Findet Nemo. Findet Nemo, ja. Das nehmen wir, oder? Sehr findet schön. Nemo. Serie, oh Gott. Wir haben ein Haus und zwei Karten. Zwei Joker. Aber ist ja ein J für Joker, ne? Könnte, ja. Der Joker, haben wir das Problem mit Joker? Ist das eine Serie? Ist Joker eine Serie? Ja, ich glaube nur ein Film, oder? Der Joker? Ja. Ach, stimmt, die Kategorie ist Serie, ja, du hast recht, es ist definitiv ein Film. Ja, warte mal. Was hat denn dann sonst noch zwei Karten und ein Haus? Oh, das ist bestimmt House of Cards, oder? Weil ja! Haus und dann Cards mehrere. Ja, lass uns das nehmen. Das ist voll gut in dem Spiel. House of Cards, nice. Okay. Musik. Ghost verboten. Keine Geist Geister. Verboten. Keine Geister. Ich habe keine Ahnung. Musik mit einem Geist und einem Verbot. Wir können auch einfach gucken, was die Lösung ist. Ja, dann sagen wir halt, wir hatten es falsch. Das ist auch okay. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Ghostbusters, ernsthaft? Ah, das war auch schwer. Das war auch schwer. Das war nicht einfach. Nee. Okay, Anime. Dragon Ball. Ja, das ja, ist safe Dragon ja. Ball. Ich habe zwar Dragon Ball nie geguckt, aber das erkennt man. Ich habe nur wenig geguckt, aber das ist richtig. Oh cool. Gott. Spiel. Irgendwas ist Koreanisches? Ist eine Korea-Flagge, oder? Das ist eine Korea-Flagge. Okay, dann ist ein Pinguin und ein ganz konfuser Rap-Emoji, oder was das sein soll. Gibt es irgendein Spiel, wo ein koreanischer Pinguin rappt? Ach stimmt, das ist ja auch noch ein Spiel, ne? Vor allem der Pinguin. Also, ich habe das Gefühl, Korea und Rapper, okay, vielleicht noch. Aber der Pinguin wirft mich jetzt ein bisschen raus. Oh, warte, doch, ich weiß sogar, was das ist. Hast du was? Und zwar, es gibt so eine koreanische Werbung von diesem TFT, von diesem League-Spiel. Okay. Weil die halt die Mobile-Version rausgebracht haben. Und die Werbung ist richtig konfus und du hast einen Pinguin und der rappt die ganze Zeit. Ist furchtbar. Also die Werbung ist richtig, richtig mies. Ich sag, das ist TFT, also das Dings-Spiel. TFT? Teamfight Tactics. Ja, das ist das. Ja, das zählt aber, oder? Das Wenn zählt, du die anderen Buchstaben hast, das reicht. Ich wusste die Werbung. Nice, wir führen 6 zu 7. Film. Pool und Tod. Also Deadpool? Deadpool, oder? Ah. Ja, klar. Ja, macht Sinn. Nehmen wir. Das muss Deadpool sein. Richtig. Bei uns läuft's. Es läuft voll gut. 7 von 8. Ja. Wir sind hier am Führen. Fledermaus. Bad oder ein Buch? Fledermaus, Buch. Wenn es jetzt ein Mann wäre, ja, dann könnte ich jetzt sagen, es ist Batman. Aber es ist kein Mann, es ist ein Buch. Ja. Aber es ist doch eine Serie, ne? Stimmt, Batman, ja. Es gibt ja eine Batman-Serie, also da gibt's irgendwas. Aber das heißt, glaube ich, ohne Batman ist die Serie. Ich glaube, sie heißt Gotham einfach. Wieso es geht nur um die Stadt. Ach so. Aber das kann es nicht sein. Nee. Also mein bester Guess wäre jetzt noch Vampire Diaries? Das macht halt doch sogar voll Sinn. Das ist bestimmt aber Vampire ist halt Diaries. Eine Fledermaus. In Vampire Diaries gibt's keine Fledermäuse. Aber gibt es nicht sogar Fledermäuse, die irgendwie Vampire heißen? Das ist bestimmt das. Okay, dann nehmen wir das. Ich habe nämlich keine. Oh ja, nice. Okay. Na, du rettest uns das Ding hier. Ich glaube, ich wäre jetzt hinten. Musik. Ja. Danke, Spiel. Da gibst du uns aber viel, um mitzuarbeiten. Ein Emoji. Okay, er hat einen Heiligenschein. Damit müssen wir irgendwie arbeiten. Wo geht's um Heilige? Es geht um vielen Liedern um Heilige. Es gibt bestimmt so komische religiöse Lieder, die ich nicht kenne. Boah, aber das ist doch niemals sowas wie Halleluja oder so. Nein. Das könnte aber sein. Wollen wir Halleluja nehmen? Lass uns Halleluja nehmen, okay. Okay, nehmen wir Halleluja. Halo? Halo? Was? Heißt Heiligenschein, also
hätte man drauf kommen können. Ach so. Okay, falsch. Naja. Okay. Anime. Pyramide ist das in der Mitte, oder? Sieht aus. Ich meine, es könnte auch ein großer Käse sein. ich sag mal, es ist eine Pyramide. Ich glaube auch, eine Pyramide, ein gelber Mann und ein weißer Mann. Ich glaube echt, du hast den Falschen bei so einem Spiel, weißt du? Ich mag keine Animes, weißt du? Ich mag auch keine Animes. Die in den Kommentaren haben alle gesagt, bitte mach als nächstes noch die Anime-Kategorie rein. Ich war so, Also ich glaube, hätten wir das am Anfang nicht geschummelt, also hätte das ich das Deadpool. Nicht gewusst, hätte ich... Death Note. Ich hätte es nicht gewusst, glaube ich. Ich glaube, ich wäre drauf gekommen, aber es hätte eine Weile gedauert. Vielleicht, das Link sieht eher aus wie ein kleiner Junge. Das ist eher ein Kind. Okay, ein Kind und ein Mann. Kind und ein Mann und eine Das ist Yu-Gi-Oh! Was oder? Für ein Ding? Yu-Gi-Oh? Was nicht? Yu-Gi-Oh! Ach so. Yu-Gi-Oh? Ja, ja, klar! Weil der, da gibt es ja Pyramiden. Und ja, dann lass uns das verwandelt nehmen. Er sich in seinen Pharao-Dud? Träumt. Ja! Oh, 9 von gut. 11. Was ist denn das? Was langsam habe ich das Gefühl, mein Mitbewohner will mich einfach nur noch ärgern. Was soll denn das sein? Das ist nicht mal ein Emoji. Ich habe ihm gesagt, mach da Emojis rein. Hast du jemals einen Kamin mit einer Flamme drin und zwei so Fingern als Emoji auf der Hand? Wo hat er das denn aufgegabelt? Das hat er doch. Hat er das selber gemacht? Das sieht aus wie diese Clipart-Dinger, die es früher bei Windows gab. So diese Büroklammer und solche Sachen. Ja, aber also wir haben einen Stein, wir haben einen Kamin mit Feuer und. Stein. Der checkt uns so zu. Feuerstein. Das Feuerstein im Spiel. Das Feuerstein, ja, aber lass uns halt Feuerstein probieren. Lass uns Feuerstein nehmen, ist ein Feuerstein. Hearthstone? Hearthstone ist ein, also auf jeden Fall ein Spiel, aber... Ja. Ach, Hearthstone heißt Feuerstelle eigentlich. Ah. Ah, okay. Ja gut, okay. Da haben wir eins falsch. Meinetwegen. Ja, okay, das ist Herr der Ringe, oder? Das ist Herr der Ringe. Das habe ich aber tatsächlich nie gesehen. Das kenne ich nicht. Du hast nie Herr der Ringe gesehen? Nee. Oh, ich gucke so viele Filme. Da, sowas muss man gesehen haben. Sowas muss man gesehen haben. Alles klar. Richtig. Nice. Okay, jetzt haben wir noch. Vicky. Das ist Vicky. Das ist Vicky. Oder? Oder ist es? Ja, das kann auch sein, weil es heißt ja Vicky und die starken Männer. Männer Plural. Und dann hast du hier die Kameraden. Ja, stimmt. Ja, es muss. Oder was hättest du noch gesagt? Ich hätte noch dran gedacht, dass es vielleicht irgendwas Neueres ist, weil Vicky ja so alt ist. Das nicht, dass es irgendeine sein. Andere Wikinger-Serie ist, weißt du? Aber ich würde sagen Vicky. So. Okay. Nur, damit wir schon mal noch eine zweite Serie gesagt haben, wenn die jetzt angezeigt wird und es nicht Vicky ist, damit wir trotzdem richtig klicken können. Was gibt's denn für aktuelle Wikinger-Serie? Es gibt bestimmt irgendwas mit The Vikings oder so, aber ich habe das Vikings nie geguckt. Oh ja, Vikings gibt es, glaube ich, aber das habe ich auch nicht geguckt. Egal, wir nehmen Vicky. Ja, nehmen wir einfach Vicky. Ich glaube, das wird auch stimmen. Komm schon. Es ist Action. Nein, Vikings. Das ist Vikings. Oh mein Gott. Mann, okay. Ich meine, technisch gesehen haben wir es gesagt. Also. Nehmen wir den Punkt. Wir nehmen den Punkt. Wir nehmen den Punkt mit. Wir nehmen den Punkt. Weil da kriegen wir garantiert keinen Punkt. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Musik. Okay, das rechts ist so eine Art Zauberkugel. Ja, auf jeden Fall. Und wie das viele links? Lieder kennst du, in denen es um Zauberkugeln geht? Das links ist einfach nur ein schwarzer Punkt, das oder? Das links ist ein schwarzer Punkt. Geht es irgendwie um schwarze Magie oder so? Gibt's ein Lied, was schwarze Magie oder Black Magic oder irgend sowas heißt? Boah, bei Musik bist du... Ich kann echt bei Musik nicht helfen. Nee, ich glaube, also bei Musik bin ich so schwach. Okay, ich sag, wir nehmen jetzt, weil die meisten Sachen ja Englisch sind, nehmen wir mal Black Magic und hoffen, dass es ein Lied gibt, was so heißt. Okay, machen wir das. Oder? Ja, das ist eine bessere Idee. Okay. Es gibt wirklich. Als wenn wir sind das so gut in diesem Spiel. Wir wissen es gar nicht, aber wir sind so gut in diesem Spiel. Okay, Anime. Du hast einen Ninja und du hast einen Fuchs. Ein Fuchs. Mhm. Ninja und ein Fuchs. Ninja und ein Fuchs. Ich will die ganze Zeit einen Ninjago sagen oder sowas, aber das ist erstens kein Anime, sondern eine Kinderserie. Und das ist das Einzige, was mir mit Ninja im Namen einfällt. Ah, dann nehmen wir halt das. Das ist besser als nix. Okay, aber da sind ja keine Füchse. Naruto. Naruto hat Füchse? Ha. Ich habe Naruto auch nie gesehen. Ich auch nicht. Naja. Okay, es gibt ein Spiel. Spiele sind wir, glaube ich, besser. Okay, der Blitz ist bestimmt für Energie. Okay. Achtung, das Energie. Andere steht bestimmt hier Infinity oder sowas. Ja, und das links, hat das was mit Atom zu tun oder was ist das links? Ja, wahrscheinlich ist irgend so ein... Ist das irgendwas Warnings? Anderes? Also das in der Mitte würde ich schon sagen, soll für Energie stehen. Da glaube ich, sind wir uns einig. Ja, und das rechts ist unendlich, das ist klar. Das rechts ist unendlich. Also unendliche Energie haben wir schon mal, aber es heißt ja Achtung, unendliche Energie. Boah, ich habe keine Ahnung, ich würde es ehrlich gesagt einfach nachgucken. Ja, gucken wir es nach. Also, ja.
bin gespannt. Bioshock Infinite. Oh, ich habe Bioshock nie gespielt, aber das macht irgendwie Sinn. Das macht Sinn. Also da hätte man, wenn man noch irgendwie eine halbe Stunde drüber nachgedacht hätte, wäre man da drauf gekommen, sage ich. Falsch. Naja, ist ein Punkt für deine 12 von 17 ist ein Punkt für... Ja, das ist Cars, oder? Die haben bloße Gesichter. Obwohl, das könnte auch ein Roboter sein. Cars sind nicht wirklich Roboter. Sind Cars nicht so sprechende Autos? Doch, schon. Ich weiß es halt nicht. Ich habe es auch nie gesehen. Das waren halt Kinderfilme, als sie rausgekommen sind. Könnten wir aber probieren mit Cars. Ansonsten der Roboter. Was sagt uns der Roboter? Er sagt uns... Transformers! Ja, das ist gut. Das nehmen wir. Du bist gut. Ja, sehr gut. Ich habe mal wieder Punkt geholt. Nice. Punkt geholt, wäre ich nicht drauf gekommen. Das ist SpongeBob. Ja, das muss SpongeBob sein. Das muss SpongeBob sein. Aber das erkennt man zuerst wegen der Ananas, nicht mal wegen dem Schwamm. Ja, das heißt nicht mal wegen dem Schwamm. Der Schwamm hat mich erst verwirrt, weil ich nicht genau wusste, ob das ein Erdnuss sein soll oder ein Schwamm. Was haben wir jetzt? Das ist Bed of Roses. Was? Was für ein Ding? Das ist okay, wenn du das sagst, nehmen wir das. Doch, das kenne ich. Ja, okay. Gut. Anime. Unsere Lieblingskategorie, in der wir richtig gut sind. Was ist das schon wieder für ein Smiley, weißt du? So ein ich glaube, den gibt's aber wirklich. Also ein Segelboot und ein... Das ist ein Mond, oder? Sailor Moon gibt's. Ja, nehmen wir das einfach. Nehmen wir. Richtig. Sehr gut. Okay. Rettet uns das Spiel. Ja, aber da habe ich keine Ahnung. Ein Mann mit einem Boot und zwei Betonblöcken. Wo ruderst du denn? In welchem Spiel ruderst du durch Betonblöcke? Das sieht aber nicht aus wie ein richtiges Spiel. Ja, zwei Betonblöcke, weißt du? Ja. Es ist ja nicht mal nur ein Betonblock, es sind ja zwei extra. Okay, bisher war das aber immer ein Zeichen. Das war dann immer die Mehrzahl irgendwie. Ich wüsste nicht mal, wie man ein Spiel machen kann mit Beton. Das ist ja nicht mal Beton, das ist so Bauzeug, oder? Ja. Das ist so Haus? Nee, ich weiß nicht mal, wozu man das braucht. Also ich meine, die Sachen alleine, da könntest du dann sagen, das ist irgend so ein Aufbauspiel. Aber das Boot wirft mich halt raus. Lass uns das mal auflösen. Ich würde mal gerne wissen, was es ist. Roblox? Macht das Sinn? Gibt es da Boote bei Roblox? Nee. Vielleicht. Also Blocks, da kann ich noch verstehen, dass es die mehreren Blöcke sind. Ich verstehe es nicht. Egal. Okay. Ach, das ist Titanic. Ja, genau. Da. Haben wir sicher. Manchmal ist es auch nett. Manchmal kriegen wir coole Sachen. Manchmal kriegen wir Sachen, die man kennt. Manchmal kriegen wir Sachen wie roter Punkt gegen blauen Punkt. Rot gegen Blau. In welcher Serie geht es denn um Rot gegen Blau? Das ist irgend so ein richtig creepy Ding. Doch, das gibt's wirklich. Als wenn es das gibt. Doch, einfach das musst du mal googeln. Das ist richtig, richtig schlecht gemacht. Das hat irgendjemand... Das sieht aus, als ob das irgendein 17-Jähriger in Call of Duty aufgenommen hat und dann da eine Serie draus gemacht hat. Aber es ist richtig schlecht, aber es gibt irgendwie 13 Staffeln davon. Und die sind auf Netflix und ich weiß nicht warum. Ich vertraue dir vollkommen. Okay. Guck. Oh mein Gott, das ist doch Verarsche. Das ist aber ohne Mist, das musst du mal googeln. Das ist echt mies. Ich guck mir das Sache aber an. Okay. Jetzt haben wir Zeit, eine Musik. Ach, Musik wieder. Oh Gott. Musik. Bombe und Zeit. Time Bomb. Gibt's da ein Lied zu? Time Bomb einfach direkt nehmen? Lass uns Time Bomb direkt nehmen. Ja. Das gibt mir sind gut. Also, okay, bei Musik ist es anscheinend wirklich einfach so, dass man die Sachen übersetzen muss. Oh, okay, Ende. 76% deiner Antworten waren richtig. Das ist gut, das ist mehr als die Hälfte. Also wir haben auf jeden Fall gewonnen. Wie viel hattest du denn beim letzten Mal? Oh, ich glaube, da hatte ich mehr richtig. Aber die waren auch einfacher. Dadurch. Ja, die waren bestimmt diesmal doppelt so schwer. Ja, diesmal gab es auch mehr Fragen, glaube ich. Also. Das macht auf jeden Fall Spaß, muss ich sagen. Okay. Dein Mitbewohner sollte das mal rausbringen, weißt du, als Spiel. Als Spiel. Ich glaube, der hat sich schon beschwert. Also ich will keine Emojis mehr raussuchen, das ist blöd. Und wie man sieht, benutzt er nicht mal nur Emojis, er benutzt einfach irgendwelche Bilder. Naja gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schaut bei Abge auf dem Kanal vorbei, da haben wir nämlich auch ein Video gedreht, das könnt ihr euch angucken. Und ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.